so, Jungs, ich wurde heute in eine 50er-Zone mit 90 geblitzt. Ein Monat weg, Führerschein. Nee. Safe. Ehrlich? Ja, safe. Über 25 zu viel. Okay, und was, wenn ich einen russischen Führerschein habe? Ja, dann kriegst du eine hohe Geldstrafe. Wie hoch? Weil die dich nicht mit Fahrverbot belangen können, kann das bis zu 400-500 Euro sein. Ach, scheiß auf die 400 Euro. Ja, nochmal. Guck mal, Jabari ist ein Löwe, ist das ein tschetschenischer Löwe. Wallah. Ja, 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 ja. Bin ich überall beliebt? Deine Bands kann ich mal bezahlen. Mit der Musik, Sias Bruder kickt den Beat. Ich bin fresh, aha. Lieferkrenz, aha. Machen Mucke auf der Party für den Bands, aha. Wupp, wupp, Baby, willst du Visa oder Mastercard? Der Beamer ist jetzt schwarz und macht mich wieder vor mir Straßenbahn. Ja, 50.000 Bar für mein Business. Wo sind die ganzen Pisser, wenn du nicht bist? Heute schleimen sie, Bruder, ja, du bist es. Puff in your face, Rapper, verpiss dich. Auf dem Weg. Danke für 10 Euro, Karin. Die Moribi, die Königskette glänzt und wird dort bedient, höchstpersönlich von dem Chef. Bam, bam, bam. Mama, I'm a criminal. Und wenn dein Sommer wiederfällt, dann ging das alles viel zu schnell. Lass sie reden, pure Mist. Und am Ende habt ihr Bock, kein Gewicht. Nein, 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 nein. Doch nicht reden, ich spüre keine Pflicht. An dem Satz folgen Taten, sonst nix. Ich hole dir vor. Also der Beat hatte sehr viel Energie, die ein oder andere Aussage, die mir im Kopf geblieben ist, Hook fühle ich nicht so. Was mir ist mit dir, Bruder? Also ich finde, Stimme ist krass, aber noch viel krasser an diesem Song ist das Edit. Ich finde, dass die das so gemacht haben mit den Effekten und die Zweitstimme und so übel krass gemacht. Ja. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat, ist geil. Ich finde auch, der Flow ist on point. Lyrics, wie du schon gesagt hast, so ein paar sind im Kopf geblieben und so. Die Hook fühle ich jetzt auch so nicht, weil es sich so anhört. Also der Part hört sich es an. Es kam zu Mutterficker an im Part. Genau. Es war zu Mutterficker. Der Part war wirklich, wirklich so wie von jemandem, der kein Newcomer ist. Genau. Aber die Hook hört sich nach Newcomer an. Das ist, aber es ist stabil. Lass sie reden, lass sie reden, lass sie reden, lass sie reden. Lass sie reden, lass sie reden, lass sie reden, lass sie reden. Hier bin ich ein Star, denn mein Rap ist von einer anderen Liga. Star, Fardiner, Stoppeliner, Schwarz-Silber, Submariner. Für deine Bitch hast du dich angestellt, doch sie lernt einen anderen kennen mit 10K um sein Hack. Bam, 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 und ich lass sie wieder fallen. Yeah. Und dann, dann, dann hängt sie wieder an mein Schwanz. Sie reden auf mich ein, dieser Weg wird steinig sein, doch meine 72 Nikes sind schwarz-weiße Nice. Irrmann! Auf einmal kennen alle meine Namen. Yeah. Auf einmal hab ich Rap-technisch Zuversicht. Yeah. Euren deutschen Rap kann ich nicht ertragen. Yeah, man. Fick die Musik. Und jeden Huren so mit Pudelschnitt, sag mir wer. Jeden Huren so mit was? Pudelschnitt. Was Pudelschnitt? Ja, was, guck mal, wenn du jetzt irgendeinen nennst, der einen vermeintlichen Pudelschnitt hat, dann würdest du indirekt sagen, dass er ein Hurensohn ist, deswegen kannst du euch bedenken. Genau, ich sag nichts, aber jeder. Warte, ich guck jetzt, ich schreibe jetzt mal Pudelschnitt. Kann ich dir das zeigen? Hier, schau. Oder ich glaube, ich weiß. Hier. Ich schwör auf alles, ich hab. Ja, ich sag nix. Richtig, wer heute so im Rap ist, der Hype ist da, die Kicks sind fake, einfach purer Dreckshit. Biete euch die Qualität, kein Shot, den ich. Geh mal zurück. Okay, jemand sagt, läuft bei dir, du scheißt auf 500 Euro, Bruder. Wenn es um einen Monat nicht fahren oder 500 Euro geht, in einem Monat verdiene ich sehr viel mehr als 500 Euro, dann zahle ich diese 500 Euro mit Herz, weil ich mobil sein muss, um Geld zu verdienen. In der Hinsicht wäre es wirtschaftlich nicht wirklich ökonomisch, auf meinen Führerschein zu scheißen und 500 Euro zu sparen. Aber in deiner Welt weiß ich, dass das schmerzhaft ist und du es lieber so sparst. Deswegen küsse ich deinen Nacken und bleibe bodenständig auf den Teppich, als wäre ich Aladdin. Dankeschön. Und zeige keine Angst, außer vor Gott und mir selbst. Ich bin King. Lass sie reden, pure Mist. Und am Ende habt ihr Bock kein Gewicht. Nein, 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 nein. Doch nicht reden, ich spüre keine Pflicht. An dem Satz folgen Taten. Also er sieht okay aus. So. Er sieht halt so männlich aus. Er sieht nicht schwul aus. Er sieht auch aus wie ein Schutzbild-Eintreiber. Genau, auf Erde, ja. Ich hole dir den Freund. Lass sie reden, lass sie reden, lass sie reden, lass sie reden. Also ist auch nice, Digga. Der war nicht schlechter, Bruder. Musti KN. Grüße gehen raus an den Bruder. Als nächstes haben wir Faton. Bleib. Ich fühle mich dahin chillen. Bleib doch cool, Bruder. Bleib komm, doch, komm, Manu, komm. Mensch, Maestro, Alter, ja? Komm jetzt. So.
Wir machen jetzt Faton mit Opa. Oh, okay, das kann... Das ist ein sehr deeper Beat. Okay. Okay. Jetzt 2 Jahre her, seitdem du weg bist. Du fängst es an zu schätzen, wenn du merkst, dass es dann weg ist. Der Tod bei dir vorbeischaut, nimmt dir einen Menschen, aber nicht nur die Person, sondern mit dir auch dein Leben. Wir haben dich geliebt, du brachtest uns im Kindergarten. Du wirst nie mehr wiederkehren, du wirst wie immer schlafen. Und die späte Nacht zu Gott in all den schlechten Tagen. Das egal, wo du auch bist, du wirst es besser haben. Weil du der Kopf der Familie warst, konnte ich es glauben, als ich dich leblos. Hier bitte. Wo ist das? Bruder, ich muss das sehen. Nein, ich will, dass du das liest. Was? Jemand hat das geschrieben, ich wollte das mal nur das liest. Ich weiß hier. Ja. Da, ja, hab ich gelesen. Hast du das mitbekommen? Ja, ja. Manu und Mäuse, küsst doch deine Kniekehle. Habibi, Anhänger Christi, ich küsse deine... Dein gottswürdiges Herz, Digga. Am liebsten sah, es war um 12. Maestro sieht aus wie türkischer Schindy. Grüße Abu Djibau, er hat mein Insta-Bild geliked. Hoffe, euch geht's gut, inshallah. Nani, danke für 5 Euro. Als ich den Anruf bekam, komm nach Hause, Sohn, dein Opa ist von uns gegangen. Ich schielt die Tränen zurück. Also möge er in Frieden ruhen, auf jeden Fall. Allah yerhamu. Amin. Manuelsen abi, Bochumdan özleridin öpüyoruz adamsın. Ah, Allah razı olsun, canım benim. Salamlar, Gedanke war Mama. An die Zeit, an die ihr damals gelacht habt. Der zweite war Papa, er trauert noch um dich. Sei dir sicher, dass keiner dich vergisst. Opa, es fällt mir schwer. Dein Tod war für mich ein Stich in mein Herz. Oma, sie trauert noch um dich. Sei dir sicher, dass keiner dich vergisst. Opa, es fällt mir schwer. Dein Tod war für mich ein Stich in mein Herz. Oma, sie trauert noch um dich. Sei dir sicher, dass keiner dich vergisst. Du standest vor den Toren, hast auf uns gewartet. Jeden Sommer kamen wir zu dir, du nahmst uns in die Arme. Wenn wir uns gesehen haben, haben wir viel gelacht. Dass es das letzte Mal gewesen sein sollte, hätte ich nie gedacht. Ich laufe in das Haus und spiel die Leere. Oma ist am Weinen, fließen jedes Mal wieder die Tränen. Ich merke, dass du fehlst, wenn ich an deinem Bild vorbeilaufe. Opa, wenn ich könnte, würde ich mir nochmal die Zeit kaufen. Alles, was ich hier besitzt hab, dafür nochmal eintauschen. Aber leider ist die Zeit nicht mehr zurückzuholen. Stehe vor deinem Grabmal und bin meinen Tränen nahe. Stolz auf alles, was ich hab, weil du mir meinen Namen gabst. Weil du ein Engel warst, bekamst du einen weißen Sack. Du warst immer für mich da, brauchte ich einmal dein Rat. Ich trage dich im Herzen, deshalb bist du immer bei mir. Liebe ist vergänglich, doch ich lasse deine einfrieren. Opa, es fällt mir schwer. Dein Tod. Also, ich habe das schon gefühlt, Bruder. Ja, normal fühlt man das. Der war echt, also Bruder, möge in Frieden ruhen, Bruder. Allah yarham. Gönnt dem Bruder mindestens 1000 Likes auf Ehre, Digga. Und Grüße gehen raus an den Bruder. Leider wird jede Seele den Tod kosten, Leute. Und das werden wir leider nicht verhindern können. Als nächstes haben wir Y2Y-Clique auf der Suche nach dir. Y2Y-Clique. Y2Y-Clique. Moment, ein Kommentar, den ich vorlesen muss. Manuelsen, zeig mal dein T-Shirt. Manuelsen hat ein Animus-T-Shirt an, sagt ihr. Zeig mal. Ich hab gedacht, die sagen, das war das African-Sandwich ist, die sagen Manuels nach der Ey, no mal, front. Ey, hör, hey, no, mal, no hört, front. Hört auf mit der Scheiße jetzt. Ja. Jeter Atur, da, Jeter Atur. Adamen, Adamen, Namens, ja. Aldenis, Amnorum, Aldenis. Ja, aber ich hör weiter. Aldenis, Jeter Atur, da. Schau, er hat mir nicht mal was getan. Mir hat er nicht mal was getan. Ja. Und ich bin die ganze Zeit, als ob er mir was getan hätte. Und das wird so bleiben. BVT Salim, ich küsse dein Herz für 10 Euro. Okay. Abspielen bitte. Aha. Yeah. Den kenne ich doch. Ehrlich? Ja, den haben wir doch schon mal gehabt. Okay. Schauspielerische Leistung ist on fleek. Also wirklich, schauspielerische Leistung, Kelps auf Berlin-Niveau. Wieso nicht in Realität, doch finde dich nur in meinen Träumen. Wieso alles um mich rum stillsteht, ist, weil ich eigentlich keine Zeit bräuchte. Ich brauch dich nicht nur eine Zeit lang, sondern er für immer. Ich zweifle nicht daran, ich schwöre dir, ich bin mir sicher. Leih mir der Blick nach hinten, Bruder. Aber
dein Herz und ich schenke dir meins. Denn wieso alleine sein und nicht zu zweit? Auch wenn wir mal streiten, ich will, dass du weißt, dass ich bei dir bleib, Baby. Es ist Fakt, alles was ich dir sag, ja, das ist Hannover. Samte Küsse, die dich zerrt. Er und Jens sind wahrscheinlich befreundet. Wahrscheinlich. Ich berühre, du kommst nicht klar. Schieb die Nummer im Bell, weißen Jeep und dann gib ich gar. Wenn dann von Gabriel und Lucifer, vielleicht Venus oder Jupiter. Alles um uns rum, okay, da, ganz kurz. Ich finde ihn nice. Ne? Er kann singen, ja. Ne? Aber eine Sache ist hier cringe. Ne, es sind zwei Sachen cringe. Ich sag dir ganz genau, was du cringe findest. Erstens seine Wortwahl und zweitens, dass obwohl er gut singen kann, versucht aber auch zu rappen. Nein, das nicht. Das nicht? Okay. Nein, ich finde cringe. Ich finde cringe. Er sieht aus wie Graf Dracula, Bruder. Er sieht aus wie ein britischer Landlord, Bruder. Ja. Ne? Und will aber dann an einer Straßenbahn am Ticketautomaten Ticket ziehen. Das tut echt weh, Bruder. Ja, das hätte er nicht machen sollen. Weh, ja. Und das ist die zweite Sache, die dich abfuckt? Die zweite Sache ist dieser Schnäuzer. Der Schnäuzer ist dripless, Bruder. Der ist echt dripless, ja. Denn ich bin da und du bist da. Ich hab dich schon mal gesehen. Aber schön. Aber nirgendwo gewohnt. Okay. Ich hab dich schon mal gesucht. Ah, das ist türkischer Dardan. Jetzt weiß ich, woran mich erinnert. Aber nirgendwo gewohnt. Ja, Bruder, schon. Wieso hat diese Blendung jetzt? Die ist einfach nur. Will er einfach sagen, ja, nicht wegen ihr, nur weil sie so. Bruder, wollen wir auf mit der Scheiße, Digga. Bruder, hör auf bitte. Sie hatte schon 17 Freunde von dir. Baby, ich bin auf der Suche nach dir. Boah, ne. Nee, schön. Oh, ne. Nein, schön. Nee, Bruder, nee, das ist nicht schön. Was ist das, Land? Wieso läuft der so mit gejochtem Gesicht schon? Da guck ich gar nicht hin, weil Baby, das ich bin auf der Suche nach. Schau, und weißt du, was noch cringe ist? Das ist Chrysler, oder? Ja. Ja, okay, das ja. Es hat keinen Druck. Oder es sind Newcomer. Jeder Bastard kann sich um 90 Euro an der AMG leihen, Bruder. Ach, Pia, sag, wo finde ich dich, Baby? Baby, ich bin noch. Und was macht der Rechte neben ihm die ganze Zeit? Er chillt, Bruder. Was ist seine Funktion, Digga? Ja, die sind doch eine Clique, vielleicht rappt der einen zweiten Mal. Mars Wick, ich küsse dein Herz für 2 Euro. Wallah, er kann singen. Wallah, er singt schön. Es geht gar nicht um den Song. Song ist sehr nice. Ich bewerte nur den cringe Video. Ich Baby. Baby, ich bin auf der Suche nach dir. Ah, okay. Oh, der zweite auch. Oh, okay. Beide im Mantel. Okay, aber beide im Mantel. Die sind beide mit der gleichen Alten. Ja, das ist cringe. Die sind beide mit Pudel für so. Jetzt kann man das sagen, glaube ich. Sag, wo finde ich dich? Ich hab nichts gesagt, Digga. Das ist doch Pudel für so. Oh mein Gott, ich hab nichts gesagt. Baby, ich bin. Firo hat angerufen. Er will seinen Vertrag zurück. Hey, Walla, du bist heute schlimm. Walla, warum bist du so schlimm heute? Eine. Moment, ich mach Goldsbild. Jetzt bin ich gespannt. Du musst nach hinten drüber. Hier gibt's ein